Hallo mein Freund, Flavio Simonetti hier. In diesem Video möchte ich dir die Grundlagen sagen, wie man richtig trainieren sollte und das in einzelne Schritte unterteilt. Als allererstes ist mir aufgefallen, dass viele Anfänger die Grundregeln missachten, vielleicht weil sie nicht kennen oder weil sie denken, sie werden vielleicht etwas stärker oder werden im Ganzen etwas voraus oder wie auch immer, ich weiß es nicht. Leider habe ich den Fehler auch gemacht. Ich habe gedacht, ich kann das auch alles zusammenpanschen, um so das Maximale an Erfolg rauszuholen. In der Regel, wenn man aber die ganzen einzelnen Punkte zusammenhaut, das heißt, ich bin absoluter Anfänger und fange nach 2 Monaten an, das Maximale aus dem Training herauszuholen, dann kann es schnell passieren, dass ich im Übertraining bin, dann kann ich mich verletzen und dann kann ich schon die Lust am Training verlieren. Regel Nummer 1, Häufigkeit vor Umfang. Das heißt, wenn du mehr machen willst und merkst, mit einem aktuellen Trainingsplan sollte nichts gehen, du trainierst aktuell, sagen wir, 2 oder 3 Mal die Woche und willst jetzt einen Schritt weiter gehen, du willst dein Muskelwachstum vorantreiben, hast gemerkt, es funktioniert nichts, dann solltest du zuallererst die Häufigkeit erhöhen. Das heißt, du fängst an, ein Training zu splitten. Das heißt, statt Ganzkörper versuchst du jetzt, einzelne Bereiche auf 3 Tage zum Beispiel aufzuteilen. Das heißt, Brust, Trizeps und meinetwegen noch Waden. Und dann kannst du das Ganze so in einzelne Körperpartien einteilen. Aber was hier wichtig ist bei der Regel, du versuchst nicht den Umfang zu erhöhen. Ja? Du versuchst einfach nur mehr Pausen zwischen reinzulassen, um die Erholungszeit zu erhöhen. Das heißt, es wird einfach gesplittet, dein Körper kann sich besser erholen in den einzelnen Muskelpartien und Punkt ist. Wenn du merkst, das funktioniert nicht, dann kannst du den Umfang verändern. Das heißt, du versuchst jetzt mehr Sätze einzubauen. Übertreib dabei aber bitte nicht. Wenn du vorher, sagen wir mal, 2 Übungen hattest mit 3 Sätzen, dann machst du jetzt einfach 2 Übungen mit 4 Sätzen. Da brauchst du nicht gleich den nächsten Plan studieren. Ah ja, der Profi-Bodybuilder, der 5-mal Mr. Olympia war, der hatte 10 Sätze hier, 10 Sätze da und 10 Sätze hier. Okay, ich muss für die Brust jetzt 30 Sätze machen. Für einen Anfänger absolute Katastrophe, das brauchst du überhaupt nicht. Zweite Regel ist Umfang vor Dichte. Was heißt das? Das heißt, bevor du versuchst, die Zeit zwischen den Trainings Sätzen zu reduzieren, versuchst du die Sätze insgesamt zu erhöhen. Wie ich gerade schon gesagt habe, das heißt, du versuchst statt 2 Sätze vorher vielleicht jetzt 3 Sätze zu machen und du fängst jetzt nicht gleich mit Supersätzen an. Auch für Anfänger absolute Katastrophe, brauchst du überhaupt nicht. Du wirst vorher schon ausreichende Erfolge erzielen. Also nochmal, du versuchst zuallererst 1 bis 2 Sätze vielleicht mehr einzubauen und dann kannst du erst darüber nachdenken, ob du die Pausen zwischen den Sätzen reduzierst. Letzte Regel ist Dichte vor Intensität. Das heißt, bevor du deine Intensität hochschraubst, indem du noch höhere Gewichte nimmst und damit vollkommen übertreibst, versuchst du als allererstes, wie gerade eben schon gesagt, die Pausen zwischen den Sätzen zu reduzieren und dann erst die Intensität hochzuschrauben. Das heißt, die Intensität ist in der Reihenfolge ganz am Ende und nicht am Anfang. Wenn ich also Anfänger bin, fange ich ganz leicht an. Ich brauche bei weitem noch nicht 100% meiner Power geben, auch nicht bei 10 Wiederholungen. Es kann durchaus sein, dass ich vielleicht noch eine 11. oder 12. könnte, aber ich höre einfach auf, weil es reicht. Das ist bereits ein überschwelliger Reiz, wenn du 10 machst, du könntest aber 12. Das reicht vollkommen aus. Und später kannst du irgendwann darauf hinarbeiten, dass du vielleicht 9 kannst, aber irgendwie den 10. noch hinkrebst. Aber das ist in dieser Hierarchie ganz am Ende und wenn du versuchst, das möglichst schnell hochzuschrauben, dann kann die Gefahr bestehen, dass du im Übertraining landest und die Erfolge langfristig ausbleiben. Vielleicht kannst du dir die 3 Regeln nochmal merken. Häufigkeit vor Umfang, Umfang vor Dichte und Dichte vor Intensität. Diese 3 Schritte sind wichtig, solltest du dir aufschreiben und erst nacheinander abhaken, bevor du gleich alles auf einmal nimmst. Das heißt, die Intensität hochschraubst, die Pausen reduzierst, die Sätze erhöhst und alles drum und dran. Das ist nicht unbedingt gut und sollte nur ein weit, weit Fortgeschrittener machen, wenn er seinen Körper sehr gut kennt.
Ich hoffe dir mit diesem Video etwas die Augen geöffnet zu haben. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin. Wenn du noch mehr Muskelaufbau und Definitionstipps von mir haben willst, dann kannst du auf natural-bodybuilder.de gehen. Dort habe ich einen kostenlosen Muskelaufbaukurs für dich. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Mach's gut, dein Flavio Simonetti.